Selbstverständlich macht man sich Gedanken darüber, weil so ein Messeauftritt ist doch ein recht grosser Aufwand, sei es von der personellen Seite her oder aber auch vom finanziellen her. Aber wir denken, trotz Wirtschaftskrise ist es umso wichtiger, präsent zu sein auf dem Markt, um neue Projekte, die am Entstehen sind, zu begleiten, zu erfahren und können mitzuwirken. Und auch in dieser Zeit können sie zeigen, dass es Firmen sind, die da sind und weiter an der Technologie arbeiten wollen. Wir erwarten, dass wir unsere Produkte in einer so einer spezifischen Plattform, wie sie uns Swiss Plastic bietet, können optimal aufzeigen und vor allem auch das Messepublikum, das vom Fach kommt, von unseren Produkten überzeugen und zeigen, was für Leistungsfähigkeiten das der Ritt kann erbringen kann. Wir sind vor allem spezialisiert im Duraplast-Bereich, das heisst, das sind Klebstoffe, das sind Kompositharze, das sind Elektroisolierharze, also alles auf Basis Epoxid- und Polyurethanharz, die gebraucht werden zum Verbindungen, Herstellen von unterschiedlichsten Werkstoffen. Wintersportgerät, das wir jetzt gerade hier am Stand haben, ist sicherlich ein grosses Thema. Da ist Technologie sehr stark im Vormarsch. Es wird geforscht und gemacht. Es wird um jede Hundertstelsekunde gekämpft heutzutage. Und dementsprechend muss natürlich auch das Material da mithalten können. Mit den neuen Werkstoffen, die hier eingesetzt werden, vor allem Kohlefasern, Glasfasern, gibt das natürlich Möglichkeiten, vor allem leichtere, stabilere, steifere Produkte zu machen, die der Sportler schlussendlich eins zu eins in Leistung umsetzen kann.